Sehr geehrter Herr Landesrat Achammer, ab dem 4. Mai soll es mit der Arbeit in fast allen Sektoren wieder losgehen. Und das ist gut so. In Österreich, Deutschland, Dänemark oder Frankreich geht es im Mai aber auch mit dem Kindergarten- und Schulunterricht wieder los. Doch die italienische Unterrichtsministerin will erst im September wieder aufsperren. Wo sollen die Südtiroler Familien und Alleinerziehenden in der Zwischenzeit die Kinder unterbringen, wenn die Eltern zur Arbeit müssen? Viele haben den Urlaub in der Zwischenzeit aufgebraucht und können sich nicht einfach so frei nehmen. Die Großeltern fallen aus, weil die ja zur Covid-19-Risikogruppe gehören. Und die allermeisten können sich für die lange Zeit keinen Babysitter leisten, selbst wenn es dafür einen öffentlichen Zuschuss gäbe. Ich bin der Meinung, dass wir eine organisierte öffentliche Notfallbetreuung aller Kinder unter 14 brauchen, und zwar bis zum Schulbeginn im September. Diese Notfallbetreuung soll aufgrund der Rechtsunsicherheit nicht von Privaten, sondern vom Land selbst als öffentlicher Dienst organisiert, finanziert und mit einem eigenen Landesgesetz abgesichert werden. Als Räumlichkeiten stehen die Kindergärten und Schulhäuser zur Verfügung. Da nicht alle, sondern nur einige Kinder in der Notfallbetreuung untergebracht werden, wird es leicht sein, kleine Gruppen zu bilden und die von Corona gebotenen Platzverhältnisse zu bieten. Herr Landesrat, außergewöhnliche Zeiten verlangen außergewöhnliche Maßnahmen. Zögern Sie nicht, damit dieser öffentliche Dienst spätestens am 4. Mai bereitsteht und wir unsere Kinder gut aufgehoben wissen.